Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Under the Mistletoe Box von Justin Bieber. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Under the Mistletoe von Justin Bieber, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album von Justin Bieber und auch zeitgleich sein erstes Weihnachtsalbum. Under the Mistletoe, so nennt sich das, also auf Deutsch so viel wie unter dem Mistelzweig. Wir haben hier eine recht hohe Box in Silber. Auf dem Cover, auf dem Boxdeckel, haben wir hier einmal den Interpreten abgebildet. So sah er damals aus im Jahr 2011. Lang ist es her. Dann haben wir unten den Namen des Interpreten und den Albumtitel. Noch ein FSK 0 Sticker. Also wir haben hier auch eine DVD dann in der Box. Und dann haben wir einen Sticker, was sich hier in dieser Box befindet. Und zwar lesen wir hier Deluxe Edition. 4 extra Songs, DVD, Fotobooklet, 12 Days of Bieber Kalender, Bieber Ornament, CD Features, The Single Mistletoe, plus All I Want for Christmas is You, Super Festive mit Mariah Carey, Christmas Song, okay. Und DVD-Features, Behind-the-Scenes-Footage and Pray-Video. Alles klar. Also der Boxinhalt hier so angerissen auf diesem Sticker. Hier gibt es noch einen Barcode. Ansonsten hier komplett in so einer silber-weißen Optik. Also wie so ja, Schneeflecken, weiße Flecken hier. Justin Bieber Under the Mistletoe. Auf der Seite wieder Silber. Unten glatt Silber hier, wieder in dieser weißen Sprenkeloptik. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen schwarz. Und so sieht das dann hier drinnen aus. Wir haben hier so eine rote Schlaufe und mit der lassen sich die einzelnen Boxinhalte dann anheben. Wir haben hier einmal das Album an sich. Und dann haben wir hier noch ein kleines Büchlein mit Schuber. Und hier ist dann auch noch so ein Bilderkalender. Alles klar. So, ansonsten hier nichts weiter drin. Wir packen das Ganze mal wieder zusammen, also den Boxdeckel drauf. Und dann schauen wir mal als erstes, wie man das Album an. Auch hier haben wir wieder den Sticker drauf. Den kennen wir jetzt schon von der Box. Brauchen wir nicht nochmal. So, dann schneiden wir das Ganze mal auf. Wo am besten? Ja, hier seitlich. Wunderbar. So, der Sticker bleibt uns sogar erhalten. Der war gar nicht auf der Folie, sondern wirklich hier direkt auf dem Cover. Ansonsten das Artwork, das wir schon kennen vom Boxdeckel. Hier auf der Seite in dieser roten, rot-schwarz-weißen Optik. Auf der Seite beschriftet und auf der Rückseite haben wir wieder das Cover, also die Abbildung hier von Herrn Bieber und dann die Tracklist. 15 Tracks gesamt plus eben die DVD, Barcode und dann schauen wir mal rein. So, als erstes geht es ins Booklet, wie immer. So, die einzelnen Tracks hier komplett mit den Credits erfasst. Also hier ist jeder einzelne Track mit sehr, sehr vielen Credits vermerkt. Fotos gibt es natürlich auch noch. So, dann wie gesagt weitere Credits. Und hier haben wir dann auch die Features. Also wir haben hier unter anderem ein Feature von Busta Rhymes oder auch ein Duett mit Mariah Carey. Und ich glaube auch hier... Genau, hier lesen wir The Christmas Song mit Usher als Feature. So, was haben wir noch? Weitere Tracks, weitere Credits featuring the band Perry. Credits ohne Ende. Und zum Abschluss nochmal die Album-Credits und ein Foto. Gut, also klassisches Booklet. Mit Fotos und Credits. Dann die CD, die kommt wieder in dieser silberweißen Optik, diese Schneeflockenoptik.
Und auf der Rückseite, da haben wir dann die DVD. So, klappen wir einmal auf. Genau, so sieht das aus. FSK 0. Also CD und DVD hier in diesem Toolcase mit dabei. Dann haben wir als nächstes dieses Büchlein hier. Hier hat sich schon was rausgelöst, und zwar das sogenannte Ornament, also ein Anhänger für den Weihnachtsbaum. Zu dem kommen wir dann gleich noch. Aber erstmal haben wir hier dieses Büchlein, hier aus dieser Form eben der Anhänger rausgelöst. Das ist ein Plastikschuber. Und hier kann man dann das eigentliche Buch rausziehen. Und das ist dann ein kleines Fotobuch. Ja, wir schauen mal rein. So, Fotos natürlich von Justin Bieber. Plus, hier haben wir dann auch die Lyrics. Die Credits hatten wir vorhin im Booklet. Aber hier in diesem Büchlein haben wir dann auch tatsächlich mal die Lyrics zu einzelnen Tracks. Und natürlich auch Fotos wieder. Also scheinbar hier alle oder die meisten Fotos hier in dieser Jeansjacke bzw. in der schwarzen Jacke vom Cover. Muss ich ehrlich sagen, sind jetzt nicht allzu weihnachtlich, die Outfits hier. Die Kleidung, die man hier gewählt hat für Justin Bieber, aber ja, irgendjemand wird sich da schon was dabei gedacht haben. Ebenso wie bei dieser nietenbesetzten Jeansjacke. So, Lyrics, Fotos. Also, die beiden Kleidungsstücke hier immer wieder im Wechsel. Die schwarze Lederjacke, hier ist sogar noch eine Gitarre mit am Start. Lyrics, Jeansjacke, wunderbar. Das war's mit diesem Büchlein. Packen wir wieder zurück in dieses Case, in diesen Plastikschuber. So, und hier eben in dieser Form war noch so ein kleiner Anhänger mit dabei. Der kommt hier aus Plastik, recht dünn, einseitig bedruckt. Ja, hier oben haben wir so eine kleine Öffnung, können wir dann mit einem kleine Schnürchen irgendwie am Baum festmachen, und dann haben wir diesen Stern mit dem Biber-Gesicht. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Mini-Kalender. Sieht aus wie ein Bildkalender, aber der hat in diesem Fall nur weniger Türchen, und zwar lesen wir hier 12 Days of Justin Bieber. So, hier hinten dann so eine Vorrichtung, um das Ganze aufzurichten, also hier kann man dann so einen Fuß rausklappen. Wir werden mal kurz schauen, was sich da drin so befindet. Und zwar, jetzt werde ich mal kurz hier alle aufreißen. So, also wir schauen mal rein. Was lesen wir hier zum Beispiel? They Justin was born. Okay, 1. März 1994. So hat er damals ausgesehen bis seiner Geburt. Ja. Dann haben wir hier, was lesen wir hier? Day Justin received his first drum set. 25. Dezember 1998. Okay, also einfach so Meilenstein, einfach Erinnerungen aus seinem Leben. His first YouTube Video. Oder an dem er seinen Vertrag unterschrieben hat, seinen ersten Plattenvertrag. Justin joined Twitter. Release date of my world. 18. Geburtstag. Hier wieder mit dieser Jacke. Also, wichtige Daten eben hier vermerkt. Und hinter jedem Türchen hier befindet sich einmal das denkwürdige Datum plus eben hier Fotos. So, und in der Mitte haben wir dann noch eine Doppeltür. Justin Bieber. Ja, wie gesagt, man kann dann hier diesen Fuß so aufklappen. Wenn es mir gelingt. So, ich glaube, so habe ich es jetzt richtig gemacht. Genau, und dann kann man sich den so aufstellen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Bildkalender hier mit den diversen Türchen. Dann der Anhänger, dieser Sternanhänger für euren Baum oder wo auch immer ihr das haben möchtet. Das Büchlein, das Fotobuch inklusive der Lyrics zum Album in diesem Plastikschuber.
und natürlich das Album an sich, Under the Mistletoe im regulären Jewelcase mit 15 Tracks plus der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Under the Mistletoe von Justin Bieber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Justin Bieber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.